Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich kann Sie darüber in Kenntnis setzen, dass der Landesvorstand in Abstimmung mit der Fraktion den Stefan Ludwig nominiert hat für die Funktion des Ministers für Justiz, Europa und Verbraucherschutz. Ich kann Ihnen sagen, dass das Ergebnis einstimmig war des Votums. Und ich freue mich, dass ich jemanden vorschlagen kann, der ein anerkannter Politiker ist. Das ist auch im Landesvorstand eben auch sehr deutlich geworden. Er ist, wie Sie wissen, Brandenburger, Volljurist. Er bringt als ehemaliger rechtspolitischer Sprecher, als haushaltspolitischer Sprecher, der natürlich dann auch das große Thema EU-Fonds und Finanzierung mit zu verantworten ist, die besten Voraussetzungen mit für uns, dieses Ressort Justiz, Europa und Verbraucherschutz auch kompetent zu vertreten. Wie Sie wissen, ist er ein ausgewiesener Verwaltungsfachmann, als ehemaliger Bürgermeister, anerkannter Profi im Zusammenhang auch mit dem Thema Verwaltungsstrukturreform. Ich glaube, es ist unbestritten, dass seine Erfahrungen und sein Name mit der Enquete-Kommission zur Problematik zukunftsfähiges Brandenburg durchaus bekannt sind. Er hat Erfahrung im politischen Geschäft und ist für mich auch persönlich ein verlässlicher Partner. Und ich freue mich dann auf eine gute Zusammenarbeit im Kabinett. Nach 25,5 Jahren politischer Arbeit im Land Brandenburg bin ich heute für eine neue Aufgabe nominiert worden. Ich freue mich, dass meine Partei ganz deutlich gesagt hat, dass ich mich der Verantwortung stellen soll, das Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz im Land Brandenburg zu führen. Das ist für mich eine große Herausforderung, nicht nur, weil mit der bisherigen Arbeit auf diesen Themenfeldern große Brandenburger, aber vor allen Dingen auch große Brandenburger linke Politikerinnen und Politiker verbunden sind, sondern weil es bis zum Ende der Legislatur dort noch eine Menge zu tun gibt. Ich habe in den ersten 12 Jahren des Landes Brandenburg als Mitglied des Rechtsausschusses und des Richterwahlausschusses viel zum Aufbau der brandenburgischen Justiz mitgeleistet, damals in der PDS-Landtagsfraktion. Ich habe aber genauso das Wirken unseres Europaministers Ralf Christoffers in der vergangenen Legislatur immer sehr geschätzt und da, wo ich konnte und musste, auch immer unterstützt. Im Verbraucherschutz besetzt die Linke weiterhin seit 6 Jahren die ganz sensible Schnittstelle, wo es um viel, viel Vertrauen unserer Einwohnerinnen und Einwohner in Brandenburg geht. Und dass wir da in Kontinuität wirken können, dafür werde ich mich einsetzen und werde versuchen, das Vertrauen der Brandenburgerinnen und Brandenburger in die Brandenburger Verbraucherpolitik auch weiter zu rechtfertigen und es auszubauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus, die von Potsdam ja bis Brüssel aufgestellt sind, aber vor allen Dingen in der Fläche des Landes ihre Arbeit leisten, sei es im Verbraucherschutz oder sei es in den Gerichten der ordentlichen oder der verschiedenen Fachgerichtsbarkeiten. Fühlen Sie sich so ein bisschen als Rotlösung, als letzte Wahl? Kann ich Ihnen nachvollziehen. Ich weiß jetzt hier nichts von Absagen. Ich hatte von Anfang an meine Bewerbung erklärt. Ich sage Ihnen sehr deutlich, dass Stefan Ludwig von Anfang an gesetzt war. Und es ist bei uns als Linken üblich, dass wir, wenn wir einen Mann haben, dass wir natürlich auch, um zu wissen, ob es auch eine weibliche Kandidatur, die bei unserer Satzung dann natürlich auch den Vorteil hat, bei gleicher Eignung, dass wir uns natürlich auch die Zeit nehmen. Und ich sage Ihnen noch einmal, es war keiner besser als Stefan Ludwig. Selbst irgendwelche, Kandidaturen, die ich heute auch lesen konnte. Keiner war besser und deshalb ist Stefan Ludwig eine Zukunftslösung.